Sonja und die Izzy und ich sind heute in Bloxburg und werden hier ein kleines Haus umbauen, denn mein Haus ist richtig hässlich. Wir sind hier gerade, haben uns am Pizzaladen getroffen und haben noch eine Pizza gegessen, aber leider bin ich trotzdem einfach hungern, weil ich habe nur eine halbe Pizza gekriegt und Izzy hat mir alles weggegessen. Was du willst, ich werde hier essen, okay? Du willst eine Pizza essen? Ja, okay, nicht nur eine, jetzt 100. Ich möchte eine Käsepizza, bitte. Vegetable Pizza nehme ich, bitte. Ich möchte Pizzascheibe, bitte, danke. Essen, nom nom nom. Alles klar. Okay. Ich bin nicht zufrieden mit meinem Haus. Mein Haus ist richtig hässlich und ich hätte gerne ein richtig schönes Mädchentraumhaus und deswegen ist das heute meine ewige Mission. Oh yeah! Ganz erstmal, wenn ich nach Hause komme von meinem harten Arbeitstag und nach meinem harten Essenstag. Ja, genau! Weil ich nicht gearbeitet habe, sondern gegessen, seien wir ehrlich. Meine Stimmung ist hier auch schon wieder, ne, am Kippen. Möchte ich hier ein Haus bauen. Okay. Willst du auch ein Haus bauen? Ja, ich gehe zu mir nach Hause. Ich baue mir jetzt auch ein Haus. Mach's gut, ciao. Okay, mach's gut. Hast du irgendwas schon gemacht an deinem Haus? Ich habe noch gar nichts gemacht. Mein Haus ist noch das richtig standard hässliche Default-Haus. Yes, meins auch. Deins auch? Ja. Dann, wir haben ja auch das gleiche Geld, oder? Wir haben so 7500 um die Dreh. Ja. Das heißt, wir können eine kleine Challenge machen, wer hier ein schöneres Traumhaus macht. Ich möchte jetzt hier nicht zur Party. Also ich habe 6000, aber gut. Okay, ich habe hier 7500. Dann bin ich natürlich im Vorteil, aber ich versuche nicht alles auszugeben. Okay, hier einmal kurz Bestandsaufnahme. Das ist, womit wir arbeiten. Wir haben hier einen hässlichen Pizzakarton rumstehen. Eine kleine, dreckige Küche. Kleiner Esstisch, der ist eigentlich ganz süß. Vielleicht kann man damit was machen. Ein Teppich, kleiner Fernseher. Und dann haben wir hier einmal die Toilette. Ne, das ist eine Toilette. Und dann ist hier drüben mein Schlafzimmer auch mehr schlecht als recht. Und das heißt es heute umzubauen. Und das ist, was ich tun werde. Okay, ich gehe jetzt hier mal in den Baumodus. Yes, es ist dunkel. Hier ist mein Grundriss. Das ist eine Sockelleiste, die ich jetzt hier anbringe. Aber eine Sockelleiste muss ja auch sein. Ist ja auch was Schönes. Kann man eine zweite Etage bauen? Man kann eine zweite Etage bauen, ja. Theoretisch schon, oder? Wenn das ist das, was du möchtest, dann kannst du eine zweite Etage bauen. Ich mache jetzt erstmal überall Sockel, damit es einmal aussieht, wie es aussehen soll. Ich baue jetzt hier erstmal meine Sachen um, die ich färben kann. Mach das. Weil dann kann ich auch meine Wände umfärben. Dann mache ich nämlich meine Wände rosa, aber so ein mattes Rosa. Ah. Ah, okay, das heißt, ich brauche überall die glatte Wand. Okay, ich glaube, ich habe so langsam raus. Leider ist die Textur der Wand jetzt abwechselnd, aber da kann man halt nichts machen. Das ist halt, wie es ist. Falls ich noch rauskriege, wie es sich ändert, dann werde ich es noch ändern. Falls nicht, dann haben wir hier leider eine Thematik. Was ist denn dein Traumhaus? Was baust du denn hier? Ich mache hier viel Pink. Möchte ich nur mal anmerken. Mein Traumhaus. Ich glaube, modern, schlicht, aber auch irgendwie so ein bisschen rustikal. Oh, damit es so ein bisschen gemütlich ist? Ja. Okay, okay. Werde versuchen, das umzusetzen. Mal gucken, ob das funktioniert. Okay. Das einzige Problem, was ich habe, Ronja, ist, ich hätte gerne eine zweite Etage. Ja. Und das kostet nur 300 Robux. Möchte ich das erwerben? Ich bin mir nicht ganz so sicher. Ich glaube, ich gehe erstmal mit der ersten Etage hier. Ich habe mir eine Treppe gekauft, die werde ich jetzt wieder verkaufen. Natürlich unter Wert. Aber was soll man machen? Natürlich unter Wert. Mann, ich kann mir mein Traumhaus nicht leisten, Ronja. Zumindest nicht in diesem Spiel. Das ist wirklich tragisch. Das fühlt mir ehrlich leid. Gar nicht im Real Life. Im Real Life auch nicht, nee. Ich möchte jetzt hier auch ein schönes Mädchenzimmer draus machen. Der Boden stört mich gar nicht, dass der so dunkelbraun ist. Das finde ich eigentlich ganz hübsch, muss ich sagen. Wirklich? Okay. Es ist so grau nee, doch, irgendwie. Es ist sehr grau. Ja. Doch, vielleicht ist das hier tatsächlich, was ich möchte. Dann ist die Küche so, dann mache ich hier grauen Boden. Dann sieht es ein bisschen moderner aus schon mal, das Ganze. Ich bin, glaube ich, wirklich anders dran. Ganz ehrlich, ich bin nicht unzufrieden. Ja, ich du wirst schon sehen, wenn du nachher hier bist. Dann wirst du staunen. Ich werde bestimmt staunen, das glaube ich auch. Kann ich eigentlich hier draußen Gras machen, Ronja? Wie, ob du Gras machen kannst? Ja, das... Bei mir ist alles grau. Das nicht so, ja, bei mir ist auch alles grau. Ich weiß es nicht. So, und damit ist mein Haus einmal fertig, beziehungsweise mein Geld leer. Ich habe hier bis auf den letzten Dollar alles ausgegeben. Ich habe hier von außen erstmal meine Front geändert, wie man sieht, und meinen Weg. Das ist jetzt hier erstmal eine ganz andere Farbe. Davor war das hässlich bunt. Jetzt habe ich hier so eine Art Steinwand. Jetzt sieht man schon halb rein. Und hier habe ich ansonsten so eine Art Lachsrosa gewählt als Außenfarbe. Und dann einmal hinein haben wir hier diese wunderschönen pinken Tapeten überall, weil
ich es mädchenhaft machen wollte und die anderen Tapeten waren alle so hässlich und hier sind meine Tische und hier sind meine Bücher, die hier sitzen. Beziehungsweise die hier liegen. Jetzt habe ich das andere auf den Boden gelegt und keine Ahnung, jetzt ist es weg. Jetzt habe ich ein Buch vernichtet, okay. Klar, das ist schade, klar, das Buch hat mich wahrscheinlich $50 gekostet, aber es ist jetzt weg. Hier ist die Küche, die sieht sehr viel schöner aus als die letzte Küche. Ich habe jetzt hier noch so eine Art Mintgrün als Wandfarbe genommen, ansonsten alles schwarz-weiß gemacht. Und hier sind so kleine Schneebesen und Küchenrolle und eine kleine Pflanze. Es gab keine großen Pflanzen. Ich schwöre, ich wollte ganz viele große Pflanzen, aber es gibt keine. Deswegen ist hier auf dem Teppich Gras, okay? Das ist in der Mangelung von Pflanzen. Hier ist meine kleine Fernsehecke, hier ist ein Fernseher, ein schönerer, weil der alte war furchtbar. Und ich denke, ein wichtiger Fernseher ist schon, also ein großer Fernseher ist schon wichtig. Zack, zack, den können wir immer ausschalten. Hier ist unser Sofa und das hier ist mein Badezimmer. Es ist nicht sonderlich schön, es hat ein bisschen was von Hallenbad. Ja, so viel zum Badezimmer. Da hatte ich auch kein Geld mehr. Aber das Schlafzimmer ist schön, weil hier habe ich fast 2000 Mäuse für das Bett ausgegeben. Und hier jetzt ein riesiges, gigantisches, großes Zwei-Personen-Bett, keine Ahnung, so 2 Meter, was auch immer, den geholt. Und dann habe ich so einen Stern an die Wand gemacht, weil ich süß fand. Und dann habe ich noch mehr Bücher, weil ich gerne lese. Und hier ist mein Kleiderschrank. Einmal hier. Und das war's auch schon. Mehr habe ich nicht. Das ist mein Haus. Wenn ich irgendwann Geld verdiene, kann ich mir vielleicht noch eine Etage dran bauen. Wie sieht's bei dir aus? Gut, Ronja. Sehr gut. Ja, dann komme ich mal vorbei und mache mich auf den Weg jetzt. Okay. Hallo, wohnt hier die Easy? Ja? Ja? Hier ist doch ein wunderschönes Haus. Da hast du aber viel eingerichtet. Ich bin jetzt bei dir zu Hause. Boah, das ist eine riesen Küche. Warte mal, was ist das für ein Haus, wo du bist? Hey, das ist ein gigantisches Haus. Du hast ein Esszimmer, einfach nur mit einem großen Esstisch und einem Fernseher dran. Hey, das ist richtig hübsch eingerichtet. Ronja, ich habe kein Esszimmer. Von redest du? Wo bist du? Oh mein Gott, du hast sogar ein Kaminzimmer. Mit noch einem Fernseher. Nein, habe ich nicht. Ronja, du willst mir sagen, du wohnst hier nicht? Oh mein Gott, guck mal, das Bad ist richtig gemütlich. Die haben so eine Badewanne und da steht Kerzen drauf. Ronja, lauf schnell, du bist im falschen Haus. Nein, du willst mir nicht sagen, ich bin hier irgendwo. Ich guck mal im oberen Stock. Hier bist du sicherlich. Ich habe keinen oberen Stock. Was kostet Geld, sich einen oberen Stock zu holen? Wie soll ich deinen oberen Stock haben? Die haben hier 3 Schlafzimmer und du wohnst in keinem davon. Ist das das, was du mir sagen möchtest? Ja, das möchte ich. Dann bin ich ein Einbrecher. Dann soll ich vielleicht wieder gehen. Vielleicht solltest du das. Habe ich gerade herausgefunden. Wo wohnst du denn dann, wenn du nicht hier wohnst? Mensch. Ja, was soll ich denn machen? Ich wohne woanders. Okay, dann gehe ich jetzt noch ein bisschen weiter suchen. Easy, ich bin den ganzen Tag gelaufen. Ich stinke. Ich bin schlecht gelaunt, okay? Mir geht's nicht gut. Ich bin am Verhungern. Ich bin grummelig. Meine Statuswerte sind alle auf 0%. Hier, ich schenke dir ein bisschen Geld. Zack, bitte nimm. Cool, erhaltenes Geld. Dankeschön. Oh mein Gott, dein Nachbar hat ein insanes Haus. Das hier ist deins? Wieso? Moment mal, das ist... Nein, das ist dein Haus! Hier, yeah, oh mein Gott! Kleiner Architekt hat hier verloren gegangen. Ignoriere einfach das Dino, yay! Das du hast sogar ein Auto. Oh mein Gott, ist das hübsch hier. Ja, das ist mein Haus hier. Ich mein, das Kinderzimmer, oh wie süß! Ja, das Kind das kann hier... Bank. Genau. Okay, wo ist denn der Eingang? Wo komme ich denn rein bei dir? Aber hier die Treppe hoch, natürlich, genau. Oh, das ist richtig hübsch. Hier ins Haus. Hier ist über der Terrasse. Okay. Dann haben wir hier so ein kleines Arbeitszimmer. Du stinkst, Ronja, du solltest dich mal duschen. Hier haben wir eine verschlossene Tür, die ich nicht öffnen kann, weil ich nicht der Besitzer bin. Ich meine natürlich, ich weiß auch nicht. Esszimmer, dann haben wir hier... Guck mal, wie die hübsch ist mit dem Tresen. Haushalt. Hier haben wir die Küche. Ist das nicht eine schöne Küche? Das ist eine schöne Küche. Ich meine natürlich, hier koche ich immer gerne. Und dann gehst du hier runter. Okay. Und guck mal, wie nice es hier einfach aussieht. Was ist das für ein schöner Flur, ey? Wie hübsch das einfach ist. Komm, was ist denn hier hinter der Tür? Ich weiß. Hier ist oder was ist hinter der Tür? Ronja, das braucht dich gar nichts angehen. Hier geht's nach draußen. Also hier geht's ins Babyzimmer. Okay, hier ist ein Schlafzimmer. Zweite Babyzimmer. Dann haben wir noch unser dritte Babyzimmer. Hier ist ein riesen Kleiderschrank, in den du reingehen kannst. Okay, komm mit. Ich zeig dir auf der anderen Seite, da steht mein Haus, okay? Ich habe übrigens jetzt 0 Geld. Ich habe alles ausgegeben. Ja, weil du mir das geschenkt hast, du Clown. 79 hatte ich noch. Es war eh nichts mehr. Ich hatte eine Münze. Warte, ich versuche hier rauszukommen. Die Tür ist ja oben. Ja, zack, richtig. Zack, zack. Dann gehe ich hier wieder raus. Warte, vor dir, hier auf der Straße, okay, kommen Sie. Okay. Ich springe hier vielleicht in den Pool, vielleicht stinke ich dann nicht mehr. Sie mein Fahrrad mal sehen? Sehen Sie, ich kann sogar Fahrrad fahren. Damit bin ich viel schneller unterwegs als die meisten anderen. Yeah. Okay, dann zeig mir mal dein richtiges Haus. Es ist auf jeden Fall sehr hübsch von außen. Ja, genau, also komm rein. Sehr schön. Willkommen. Hey, das ist richtig groß und geräumig. Oh, deine Küche. Yeah, gemütliche Sessel.
Ich danke dir, ich danke dir. Okay. Es gab keinen kleineren Tisch, der kam mir ein bisschen groß vor, aber... Mhm. Eine Fritteuse auch... Guck mal, also, ich kann sogar hier die Fensterläden öffnen und schließen. Darf ich kurz eine Frage stellen, ja? Ja, Ronja. Also mir ist aufgefallen, du hast weder ein Waschbecken noch ein Herd. Ja. Aber dafür hast du dich entschieden, eine Fritteuse zu kaufen. Eine Fritteuse, ein Toaster und Mixer. Und Waschbecken habe ich hier vorne. Ah, okay. Hier, das du hast nur ein Pool. Warte, ich gehe mal kurz hier mich entstinken. Ich hoffe, das stört dich nicht. Nee, ist alles gut. Wie findest du es? Sehr, sehr schön. Hä? Übertrieben nice, oder? Riesenbad. Also sehr viel Platz auch. Yeah. Und, okay, ich stink wirklich duschen, nicht mehr. Kannst du dabei rausgucken. Guck dir meine Vorhänge an. Sind die nicht hübsch? Oh, damn. Hä, die sind richtig hübsch. Nice. Okay. Genau. Hier im Wohnzimmer, du kannst hier Bücher lesen und so ein Kram. Fernseher, wir brauchen den schon. Genau. Dann das Gaming-Zimmer. Genau, das ist mein... Ich habe leider möglicherweise kein Geld mehr gehabt für einen Computertisch. Und hast einen du Stuhl. Ein Bett? Moment, das ist ja nur das Gaming-Zimmer, okay? Okay, okay. Darüber unterhalten wir uns noch, okay? Ja. Übrigens, hier die Badezimmertür ist die einzige Tür, die du nicht abschließen kannst. Verstehe. Ja, wer will schon Privatsphäre, während er aufs Klo geht? So, komm rein! Der Kristallboden, okay, interessante Optik. Kein Plastik, nein, das ist Kristall. Dann habe ich hier mein Bett. Hier kann ich die Fensterläden immer zumachen. Sieht sehr modern. Oh, das Herz an der Wand und der Kleiderschrank, sehr hübsch. Danke, hübsch. Damn. Ich weiß. Ich schlafe eine Runde, gute Nacht. Gute Nacht, schlaf gut. Und Ronja, das war's aber noch nicht. Das war's noch nicht? Nein, das war's nicht, komm mit. Warte. Willkommen in meinem Garten. Du hast einen Pool. Ja, und eine Bar. Und eine kleine Kapelle hier. Das ist keine Kapelle, Ronja. Oh, was ist das denn? Ist das ein Pavillon? Ja, ein Pavillon. Okay. Und hier ist der Pool. Sehr hübsch. Okay, honestly, dein Haus ist ungefähr 10-mal besser als mein Haus. Aber ich muss dem Architekten gegenüber von dir leider 10 Punkte geben. Gäb's dir nicht, hättest du 10 Punkte gekriegt. Aber na, wie viele Punkte krieg ich? Okay, du kriegst von mir 8 von 10 Punkten. Yeah! Ich finde, du hast das meiste aus deinem Geld rausgeholt, aber wenn man halt gegenüber guckt zum Nachbarn, dann stinkst du halt ab im Vergleich, weil das ist halt... Entschuldigung, das ist ein Architekt, der das gebaut hat. Das ist halt 100% ist das ein Architekt. Ich meine, guck dir das auch mal an von außen. Like, weißt du was? Ich glaube, das sind so Leute, die arbeiten als Architekten und die denken sich dann, okay, meine Programme auf Arbeit sind richtig langweilig. Ich spiele jetzt einfach Roblox und baue mir da ein Haus. Wahrscheinlich. Das muss es sein. Safe. Mein alles klar. Dieses Dach. Wer macht sowas? Hier, guck mal, hier ist noch ein Balkon. Oh mein Gott. Ja. Yeah. Wild. Auch die Fenster, richtig hübsch. Alles klar, ihr könnt in den Kommentaren gerne auch easy mein Haus und das Haus vom Nachbarn bewerten. Ich frage mich, wer gewinnt. Sicher nicht das Haus vom Nachbarn. Easy! Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, schaut unbedingt auch bei der Easy vorbei. Da kommen nämlich auch viele coole Videos und dann das Bestes. Sehen du. Alles Käse, easy cheesy. Alles klar, dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao! Ciao!